Alright, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Unite. Wir sind jetzt schon echt gut dabei mit dem Spiel, schon Level 6 geworden, macht echt Laune, finde ich. Hat Potenzial auf jeden Fall, ich freue mich auf den Mobile Release und bin mal echt gespannt, wie sich das Spiel entwickelt, weil für mich ist es wirklich so ein casual-artiges Pokémon-Game. Ist noch relativ neu, deswegen erkläre ich das noch in jedem Video eigenständig. Ne, wenn ihr mehr Pokémon sehen wollt, gerne einen Like-Button jetzt schon direkt am Anfang des Videos sehen wollt, reinhauen. Nicht nur Pokémon, also Pokémon Unite halt, ne? Aber natürlich, um das Ganze zu supporten. So, genug gelabert. Wir wollen reincashen. Wir wollen richtig, richtig reincashen, ne? Wir haben hier den kompletten Shop. Wir haben legendäres Skin für Mr. Mime. Wir haben hier, ne, ist das ein mythischer Skin? Keine Ahnung. Es hat einen roten Hintergrund, grüne Skins, ne, die sind simpel. Hier ist ein, ne, obwohl, die sind alle vom Kosten her gleich. Also die Background-Farbe ändert sich, aber die Kosten sind gleich. Bis auf hier, der kostet 1000, der kostet 1200. 1000 sind 20 Euro, 1200 sind knapp 25 Euro. Also, ordentlicher Batzen, ne? Dann können wir uns hier noch ein paar Dinger freischalten, wo ich keine Ahnung habe, wie ich die überhaupt hole, die Geschichte, ne? Relaxo Sommeroutfit. Ne, da ist eine Menge drinne. Und natürlich gerne auch Abo-Button und Glocke reinhauen, wenn ihr nichts verpassen wollt. So, ich muss noch dieses ganzen Ticketsystem selber mal verstehen, aber ich glaube, ich muss jetzt mal hier rein. Und dann holen wir uns das Paket, ne? Zwei Pakete lohnen? Lohnen. Es lohnt sich nicht, Leute. Gebt kein Geld aus, ist nur Kosmetik. Werdet ihr nicht besser, ne? Macht das Spiel auch nicht besser oder was auch immer. Man sieht nur schöner aus. Aber dieses Paket hier oben lohnt sich. Man kriegt 2400 für 21 Euro, was üblicherweise 43 Euro kostet, ne? Nur das allererste Mal. Einkauf ist durch. 2400 Münzen sind drinne. Mal schauen, ob wir damit auskommen, weil wir müssen ja uns noch einen Battle Pass kaufen. Ne, Battle Pass können wir ein bisschen was reinpayen. Ich habe ja schon 11 Battle Pass Stufen. Ein paar sind free. Aber wir holen uns das, den Bad Boy. Premium Pass. Rein damit. Erste Pay ist drinne. Und unlocken mal diese ganzen Items hier. Zack. 450 Münzen. Sweater Pulli und Sweater Pikachu. Sehr schön. Hip-Hop-Style, yo! Oh, der ist so geil. Allein das ist schon frech, sein Urgroßvater, dass die so geile Skins für Pokémon jetzt rausbringen, ne? Kann ich nicht, doch, kann ich ausrüsten. Da, Hammer. Ist doch cool. Junge, und das ist ein Battle Pass, ne? Finde ich wieder mal eine sehr nice Geschichte. Ich liebe Battle Pässe eigentlich. Das macht für mich immer ein Spiel ein bisschen... Wir haben noch 1900. Mal gucken, ob wir dadurch was richtig reinpinken können. Entweder Skins für Pokémon oder neue Pokémon. Pokémon kann man aber mit Gold freischalten. Da würde ich tatsächlich erstmal nicht so viel reinblästen. Im Gegensatz zu diesen Viechern hier. Ne, zum Beispiel mit Münzen und Tickets kann man die auch alle holen, nicht? Aber einige Dinge, zum Beispiel das hier. 7 Tage Battle Point Boost Karte. Die doppelte Anzahl an Battle Punkte für 40. Okay, da kann man ein bisschen auf jeden Fall schneller leveln. Rename-Karte kostet ein paar Euros. Okay, weiß ich Bescheid. Das weiß ich noch gar nicht, wo ich das herkriege. Kann ich auch noch mal ein bisschen was traden. Na, ich habe gut reden. Das sind nicht mal Skins, die ich gerade benutzen könnte. Mr. Mime habe ich nicht. Grey Ninja habe ich auch nicht. Aber die schmecken. Zwar, vor allen Dingen dieser Skin ist ja komplett exklusiv, ne? 13.000 oder 1.300 für diesen ollen Regelmantel. Der sieht so kacke aus, der Regelmantel. Und der kostet 1300, knapp über 20 Euro, ne? Was? Vulnona. Alona-Version, ne? Alona na Vulnona. Ich wollte mir ein paar Items kaufen. Wo mache ich das denn nochmal? Hier gibt es viel zu viele Fenster, ey. Was ich auf jeden Fall noch holen werde, ist auf jeden Fall der 7 Tage Battle Point Booster. Der verdoppelt das. Kostet 400 Tickets und 44 Kristalle, ja. Ich glaube, ich zahle Kristalle. Und ich hole mir den 3 Tage Battle... Ah ne, das sind nur 3 Tage. Und das ist ein Tag Booster, okay. Und ich kaufe mir das Relaxo-Set. Für den Trainer. Ich hole mir das für Kristalle. So. Snorlax-Set. Zack. Haben wir. Alright. Maxin ist in Ungnade gelaufen. So. Tarek, aber jetzt bist du ready, oder? Okay, weiter geht's mit dem Shopping-Spree, ne? Wir haben schon so einige Sachen hier gepayt. Das nächste, was ich mir paye, ist tatsächlich der Vogel. Und das hat einen guten Grund. Und zwar möchte ich ein Video produzieren, wo wir die Energieziehung machen. Ne? Auf der rechten Seite. Dort werden wir die Energieziehung machen. Und dort gibt es den Skin von diesem Vogel. Und deswegen brauche ich den zuerst, bevor ich überhaupt diesen Holoware freischalte.
Und dann können wir diesen Bomberskin da freischalten, aber ich muss hier noch ein bisschen Energie tanken, bis das soweit ist. Und das Video kommt dann natürlich auch noch irgendwann raus. Die Pokémon-Skins bleiben, diese hier, bleiben zumindest bisher mir verwehrt, weil ich die Pokémon selber noch nicht besitze. Aber das packen wir dann auch in einem anderen Video rein, wo wir die ganzen Skins kaufen für die. So, aber was wir jetzt noch payen, ist dieses ultra hässlichen Regenmantel. No joke, Leute. Keine Ahnung, warum das teuerste Kosmetik-Item ever ist. Das sind mehr als 20 Euro, glaube ich, wie die jetzt hier rausgehen für das Ding, ne? 600 sind ungefähr 10 Euro. Ja, das sind mehr als 20 Euro nur für diesen ollen Regenmantel. Deswegen müssen noch mal ein paar Gems hier rein. Ich hole mir erstmal alles die Doppelangebote, ne? Die sind ja dafür da, dass man das erste Mal da doppelt so viel kriegt. Alle Sonderangebote gekauft bisher, ne? Auch bei den Gems. Jetzt können wir uns dieses hässliche Ding da kaufen, Leute. Mal schauen. Diesen komischen Regenanzug, ne? Oder 13.000 Tickets dafür. Den holen wir uns einmal, ne? Für 1.300 Gems. Ob den. Oh, das tut so weh. Es tut so weh. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Ich habe jetzt einen dummen Regenmantel. Und dann auch für 500. Das sieht besser aus. Mashallah, guckt euch die Haare an. Ja, das sieht sick aus. Das sieht schön aus. Ist aber trotzdem überteuert, deswegen sage ich immer wieder, Leute, macht nicht nach. Absolut idiotisch, ne? Ich mache das nur, weil ich gerade das Spiel richtig hype und feier. Und vielleicht wird es ja irgendwann OG, wahrscheinlich ja nicht. Ne? Irgendwann wird es vielleicht selten sein und ist jetzt nur zum Launch verfügbar. Ach, das Ding kann ich auch noch holen. Das ist das Alternativset zu dem Orangenen für 1000 Tickets. Holen wir uns auch. Keine Gems, nur die Tickets. Die Tickets kann man freispielen, deswegen finde ich gut. Ne, alle kostliche tragbaren Items gekauft. Wir haben noch ein paar Tickets für ein paar Pokémon-Item. Ne, die Booster können wir uns dann noch irgendwann nächste Woche soweit kaufen. Oh, die Item-Enhancer kosten ja. Ah, okay, die. Von denen hole ich mir jetzt so einige. Die Items sind schön und gut, aber. Oh, man kann nur 50 Maximum kaufen. Okay. 50 rein damit. Zack. Nochmal 50. Dann habe ich schon mal 100, damit kann ich gar nicht diverse Items upgraden. Oh, Body Barrier hört sich hier auch stark an. Ein Schild an sich selber und allen benachbarten Pokémon mit den niedrigsten AP. Ne, wenn man dieses Ding benutzt, das hört sich mega nice an. Okay, erhöhte. Okay, das holen wir uns. Das könnte auf jeden Fall spielentscheidend tatsächlich mal sein. Alright, wir haben alles leer gekauft. Jetzt lass uns das Ding auch mal in-game ausprobieren, ne? Und unser Hip-Hop-Pikachu mal austesten. Ja, wir haben unseren Hip-Hop-Pikachu. Pikachu! Okay, ich soll top gehen, ne? Okay. Ah, jetzt sind wir zu dritt im Top, ey. Mal wieder ein Top-Team hier. Hammer. Komm, mach Matchup raus. Danke. Pika? Pika, die spielen komisch. Ja, die spielen echt komisch, ne? Hier habe ich gerade wirklich die geilsten Gegner ever gekriegt. Aber die spielen nur Ultra Wack. So, Wall Tackle oder Thunderbolt? Ich nehme Thunderbolt. Besonders dieser Flips hier. Der Flips steht einfach nur auf dem Fleck. Der gefällt mir. Ah, jetzt hat er die Frucht geklaut. Echt jetzt? Der ist AFK, läuft. Ist ja eine richtig entspannte Runde gerade. Aber der Pikachu-Skin ist Bombo, oder Leute? Mein absoluter Favorit tatsächlich. Und der ist im Battle Pass drin, ne? Aber. Oha, der hat 27 Bälle. So, Hammer. Loki würde ich machen, wenn ich Zeit hätte. Ah, Zeit hat man bestimmt. Man muss nur weit reisen, ne? Oh, Flips ist erst Level 3. Gefällt mir. Aber unser Zeraora ist auch AFK. Absolut wack. Aber. Mach mal, haben wir. Spiel ich eine Bot-Runde oder was ist das? Warum sind diese Gegner so gut? Also, nicht gut vom Skill her, aber so gut zum Spielen. Das macht mega Spaß gegen solche. Boah, die haben mich. Ja, die haben mich zerrissen. Oh, der hat den Sommerrelaxo. Nuki, da bist du. Da ist der Sommerrelaxo. Haben wir. Ulti ist ready. Wie das aussieht. Ey, der Flips ist auch super. Flips ist auch ein Boot. Ja, immerhin haben wir zwei
Bei uns ist einer AFK, bei denen ist einer AFK, ist doch alles fair, ne? Aber... Ich höre manchmal Dega raus. Bin ich der einzige Leute, der beim Pikachu manchmal Dega rausheuert? Dega! Das ist der Hip-Hop-Skin passiv. Sehr schön. Das ist der Hip-Hop-Skin, Leute. Passive Fähigkeit. Der macht kein Pika, sondern Dega. Dega, Digachu. Digachu ist am Start. Dega! Da war das Dega. Der sagt ohne Witz Dega. Ohne Flachs, ich joke nicht, Leute. Der sagt ohne Witz Dega. Jetzt, wo ihr einmal das gehört habt, ihr werdet jetzt immer nur noch Dega hören bei dem. Gutes Feature, ja. Guter Skin. Jetzt schon Top 10, ey. Ey, unser Zeraora ist wieder da. Ist ja schön. Oh, das gegnerische Team hat aufgegeben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, haben wir die kaputt gemacht. Digga, Digga, tschu! Einmal geklatscht. Hammer. Ey, ich bin nicht MVP, what? Als ob der Jupp. Ich habe 14 Kills. Ich habe mehr Kills gemacht, aber trotzdem weniger gedankt. Ich muss mir danken. Ich muss mir Dankeschön sagen, Leute. Das ist wichtig. Dankbarkeit im Leben ist das A und O. Ich habe X-Attack freigeschaltet. Und ich habe nochmal 30 Energie. Sweet.